aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben. Nicht aus euch, sondern Gottes Gnade ist es. Mit diesen Worten aus dem Epheserbrief begrüße ich euch herzlich zur Videoandacht aus der Friesenkapelle am 5. Sonntag nach Trinitatis. Schwestern und Brüder, aus Gnade seid ihr selig geworden. Es ist nicht unser Verdienst. Dafür haben wir heute eine Geschichte ausgewählt aus dem Lukasevangelium, die Geschichte vom großen Fischzug des Petrus. Mehr dazu, was diese Geschichte bedeuten kann in dieser Zeit auf Sylt in der Predigt. Ich wünsche uns einen gesegneten Sonntag. Die Lesung des heutigen Sonntags steht geschrieben im Evangelium bei Lukas im 5. Kapitel. Es begab sich, als sich die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes. Da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken.
Da Simon Petrus da sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Halleluja! Weit wie das Meer ist Gottes große Liebe, wie Wind und Wiesen, ewiges Daheim. Freiheit bekamen wir, uns zu bewegen und zu Gott Ja zu sagen oder Nein. Weit wie das Meer ist Gottes große Liebe, wie Wind und Wiesen, ewiges Daheim. Doch wir wollen auch die Freiheit für uns selber, Freiheit, die Leben zu gestalten weiß. Nicht leeren Raum, doch Raum für unsere Träume, Erde, wo Baum und Blume Wurzel schlägt. Weit wie das Meer ist Gottes große Liebe, wie Wind und Wiesen, ewiges Daheim. Und doch sind Mauern zwischen uns und anderen, wir sehen einander nur durch Gitter an. Unser Gefängnis ist das eigene Wesen, und seine Mauern nichts als unsere Angst. Weit wie das Meer ist Gottes große Liebe, wie Wind und Wiesen, ewiges Daheim. Sprich du uns frei, o Herr, in deinem Richten. Erst wenn du uns vergibst, dann sind wir frei. Deine Vergebung geht wie deine Liebe über die Menschen, Völker, Rassen hin. Weit wie das Meer ist Gottes große Liebe, wie Wind und Wiesen, ewiges Daheim. Die Liebe Gottes und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Schwestern und Brüder, eine wunderbare Geschichte. Gerade jetzt in dieser Zeit, da die Kirche am Schwund von Mitgliedern leidet und die Menschenfischer, so wie ich, frustriert und mit leeren Netzen am Ufer sitzen. Eine wunderbare Geschichte gegen das Sich-Zurückziehen. Eine Geschichte, die Mut macht, nicht aufzugeben, sondern gerade immer wieder neue Wege zu suchen. Schwestern und Brüder, lasst uns genau hinschauen, was da passiert und was gesagt wird vom Volk und von Jesus, von Petrus und seinen Kumpels und was ihnen aus heiterem Himmel widerfährt, als sie gerade dabei sind und am Strand sitzen, um ihre Work-Life-Balance zu finden. Am Anfang, Schwestern und Brüder, am Anfang des Dramas sind wir, das Volk, mittendrin. Und wir sind dabei nicht eine Masse, sondern Individuen, jeder und jede Einzelne mit bestimmten Erwartungen. Wir laufen, gehen, sitzen und liegen dort am Strand des Galiläischen Meeres, mit unseren Gedanken und Gefühlen, die uns gerade an diesen Ort geführt haben.
Es liegt in dieser Geschichte ein Hauch von Urlaub auf Sylt. Das Volk, das sind Gäste und Sylter, in jenem Augenblick herausgerissen aus dem Alltag. Sie haben sich aufgemacht, jeder und jede mit eigenen Erwartungen an diese Zeit, mit dem Blick aufs Wasser. Sie fühlen den Sand, spüren die Sonnenstrahlen, riechen das Meer. Und sie wollen jenen hören, dem nachgesagt wird, dass er dem Leben Tiefe verleiht, dass seine Gegenwart mit Gott verbindet, dass seine Aura Wunder im eigenen Leben vollbringt. Mancher ist da an den Strand gegangen, erfüllt von Dankbarkeit für das Leben gerade jetzt, für die Zeit am Meer, für Glück und Liebe. Und er möchte immerfort den Satz Goethes wie ein Mantra wiederholen. Augenblick verweile, denn du bist so schön. Andere sind dort mit schwerem Herzen, manche voller Trauer, weil ihnen das Glück und weil alles, was sicher war, jetzt abhanden gekommen ist. Sie wanken und fühlen den Halt nicht mehr. Sie sind dort mit der Hoffnung, dass Meer und Himmel und dieser Jesus wieder Sinn aufscheinen lassen möge in ihrem Leben. Andere stehen und gehen und sitzen und liegen dort und fühlen sich einfach nur frei. Ein Tag ohne Termine. Handy und Laptop sind in der Unterkunft vergessen worden. Sie sind bereit, an diesem Morgen über Gott und die Welt nachzudenken. Sie sind auf der Suche nach Tiefgang, nach Gemeinschaft, nach einem Wort, einem Gedanken, der über das hinausgeht, was sie immer schon gedacht und gehört haben. Sie warten auf die perfekte Welle. Die Welle, die über das Gewässer hinausträgt, in dem man immer schon geschwommen ist. Und einige sind einfach nur da, weil die anderen da sind. Sie hoffen auf eine Geschichte, ein Event, eine Sensation, die so cool ist, dass man selbst interessant wird, wenn man anderen davon erzählt. Schwestern und Brüder, alle Gefühle, Hoffnungen und Erwartungen verdichten sich zu einer hungrigen, vorwärts drängenden Masse. Das Volk entfaltet eine Kraft, die Jesus zum Wasser drängt. Nicht aggressiv, sondern eher sanft. Jesus spürt das diffuse Verlangen nach Gott im Volk. Er schaut um sich und erblickt diesen Fischer vor seinem leeren Boot. Der Fischer war mit seinen Gedanken irgendwo, aber ganz sicher nicht bei Gott. Denn Gott hatte ihm an jedem Morgen viel Arbeit und keinen Lohn beschert. Für den Fischer war das Schauspiel zwischen Masse und Gottesmann wie Kino. Willkommene Abwechslung vom Frust des Alltags. Als Jesus ihn ansprach, wird er sich ganz allmählich erhoben haben. Okay, wird aber sich gedacht haben, hab ja eh nichts weiter vor. Fahre ich halt noch mal hinaus. Wer weiß, vielleicht springt noch ein Trinkgeld dabei heraus. Jesus predigte vom Boot aus an den Strand. Cool, werden einige der Jüngeren gedacht haben, die die ewig gleichen Reden im Tempel längst langweilig fanden. Der Jesus hat was. Ein Surfer vor dem Herrn, abgefahren. Und die Älteren waren verblüfft. Hey, so weit weg und trotzdem gut zu verstehen. An dieser Stelle eine kleine Abschweifung. Ich habe die Geschichte vor einigen Jahren zufällig einem Tontechniker vorgelesen. Das Wunder der vollen Netze hat ihn gar nicht interessiert. Aber dass Jesus vom Boot aus predigte, das fand er eine geniale Idee. Ich fragte ihn, warum. Na, sagte er, weil das Wasser ein hervorragender Leiter des Tons ist. Denn Jesus muss schon ein ziemlich kluger Kopf gewesen sein. Gibt es von dem noch mehr Geschichten? Kein Witz, Schwestern und Brüder, aber dieser Mann hat tatsächlich angefangen, wegen dieser Episode in der Bibel zu lesen und wurde ein stets zweifelnder Glaubender. Mich verblüfft es immer wieder, auf welchen Wegen Jesus die Menschen zu Gott führte und führt. Allein, dass ihm kein Weg zu ungewöhnlich ist, das sollte uns an diesem Morgen Mut machen. Uns, die wir glücklich oder traurig, suchend
oder zweifelnd sind. Uns, die wir als Kirche nach Wegen suchen und den Menschen die frohe Botschaft zu verkünden, nämlich die Botschaft, dass Gott lebt und dass er gerade uns liebt. Ehrlich gesagt, dass Jesus vom Wasser aus predigte, das hatte ich vorher 1000-mal überlesen. Erst der Tontechniker hat mich darauf aufmerksam gemacht. Auch Petrus hat diesen Jesus vermutlich als ein Unikum wahrgenommen. Einen B-Promi in der kleinen Welt rund um den See Genezareth. Einen, der wildfremde Menschen anspricht und vom See aus von Gott erzählt. Wer kommt auf so etwas? Vielleicht hat er gedacht, der Jesus leidet unter einem Aufmerksamkeitssyndrom. Bis zu dem Augenblick, als dieser Gottesmann sich nicht mehr um das Volk, sondern um ihn ganz persönlich kümmert. Und ganz plötzlich ist Schluss mit Zuschauen, ganz plötzlich ist dieser Simon mittendrin. Fahr noch mal raus, sagt er zu Simon. Schwestern und Brüder, ihr kennt das. Eigentlich hat man wirklich keinen Bock mehr. Der Tag ist gelaufen. Die Stimmung ist eher nach einem Glas Wein oder Bier. Vielleicht auch ein Kaffee oder ein Wasser. Halbe Stunde durch die Programme zappen und dann in Ruhe schlafen. Auf keinen Fall aber mehr bewegen. Und dann kommt da einer und sagt, mach es noch einmal, was dir vorher misslungen ist. Man weiß sowieso, das bringt alles nichts. Aber man möchte auch kein Spielverderber sein. Und außerdem wird der Misserfolg dem Aufforderer zeigen, dass man recht hatte. Und dann klappt, was vorher misslungen ist. Mehr als das. Es geht, was gar nicht funktionieren kann, weil es unmöglich ist. Petrus macht diese Erfahrung nicht froh. Sie versetzt ihn in Angst und Schrecken. Der Fremde da ist aus einer anderen Welt, ein heiliger Alien. Petrus will fort und dann will er ihm im nächsten Augenblick ganz nahe sein. Jesus, Schwestern und Brüder, blickt tief in das Innere dieses Simon, der später Petrus heißt. Und er verleiht seinem Leben einen tiefen Sinn. Von nun an sollst du, so übersetzt es Luther, Menschenfischer sein. Wörtlich steht dort auf Griechisch, von nun an sollst du der Binder an das Lebendige sein. Für Simon und Jakobus und Johannes, die Kumpels von Simon, die mit ihm am Strand abgehangen haben, ist nach dieser Begegnung alles anders. Es geschah etwas vollkommen Unerwartetes und sie haben sich von diesem Erlebnis berühren und von Jesus mitreißen lassen. Jesus hat ihnen gezeigt, dass es keinen Bereich gibt, der Gott zu ungewöhnlich ist und zu fremd. Jeder Bereich ist geeignet, Menschen an das Lebendige zu binden. Jeder Bereich ist geeignet, dass dort ein Ort ist für Glauben und für Kirche. Nicht nur sonntags und nicht nur in heiligen Räumen. Jesus lehrt uns zu hoffen gegen allen äußeren Anschein. Es gibt kein vergeblich. Schwestern und Brüder, es ist keine Schande, hinzufallen. Es ist nur eine Schande, nicht wieder aufzustehen. Petrus hat dies schnell gelernt. Und fortan war er an Jesu Seite und er hat das Leben durch die Brille des Glaubens betrachtet. Wir, Schwestern und Brüder, sind das Volk. Wir betrachten das, was geschehen ist, mit unseren unterschiedlichen Gefühlen und Erwartungen. Wir können diese wunderbare Geschichte als Anlass nehmen, über unser eigenes Leben nachzusinnen, um Spuren von Gottes Gegenwart in unserem Dasein zu entdecken, um zu spüren, was uns dankbar und hoffnungsfroh und mutig macht. In diesem Sinne, lasst uns den Urlaub und lasst uns den Alltag genießen. Amen. Mit jeder Welle kam ein Traum, Träume gehen vorüber, dein Brett ist verstaubt,
deine Zweifel schäumen über. Hast dein Leben lang gewartet, hast gehofft, dass es sie gibt, hast den Glauben fast verloren, hast dich nicht vom Fleck bewegt. Jetzt kommt sie langsam auf dich zu, das Wasser schlägt dir ins Gesicht. Siehst dein Leben wie im Film, kannst nicht glauben, dass sie bricht. Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Lass dich einfach von ihr tragen, denk am besten gar nicht nach. Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Es gibt mehr als du weißt, es gibt mehr als du sagst. Deine Hände sind schon taub, hast Salz in deinen Augen. Zwischen Tränen und Staub fällt es schwer, oft dran zu glauben. Hast dein Leben lang gewartet, hast die Wellen nie gezählt. Hast das alles nicht gewollt, hast viel zu schnell gelebt. Jetzt kommt sie langsam auf dich zu, das Wasser schlägt dir ins Gesicht. Siehst dein Leben wie im Film, kannst nicht glauben, dass sie bricht. Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Lass dich einfach von ihr tragen, denk am besten gar nicht nach. Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Es gibt mehr als du weißt, es gibt mehr als du sagst. Stellst dich in Sturm und schreist, ich bin hier, ich bin frei. Alles, was ich will, ist Zeit. Ich bin hier, ich bin frei. Stellst dich in Sturm und schreist, ich bin hier, ich bin frei. Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Lass dich einfach von ihr tragen, denk am besten gar nicht nach. Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Es gibt mehr als du weißt, es gibt mehr als du sagst. Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag dafür. Das ist die perfekte Welle. Lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Schwestern und Brüder, am Ende jedes Gottesdienstes wird gesammelt für die Armen und Bedürftigen. Am Ende jedes Gottesdienstes wird die Kollekte gesammelt. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Jugend- und Sozialarbeit in unserer Norddörfer Kirchengemeinde auf Sylt. Wir unterstützen die Familien in Kampen, Wenningstedt und Braderup. Gott segne Geber und Gaben nach seiner Barmherzigkeit. Amen. Wenn ihr informiert werden wollt über das, was in der Norddörfer Kirchengemeinde geschieht, wenn ihr jeden Sonntag hingewiesen werden wollt auf die Kinderkirche und die Videoandacht, dann meldet euch an zum Newsletter. Dies ist ganz einfach. Geht auf die Homepage friesenkapelle.de und dort findet ihr das Formular. Wir freuen uns, wenn ihr zu unserem Freundeskreis gehört. Schwestern und Brüder, geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.